In unseren Nachrichten heute informieren wir Sie über die Öffnung der K40, Einweihung des Erweiterungsbaus der Grundschule in Otterberg, die Einweihung des ersten Bauabschnitts des Bachbahnradweges, über die Veranstaltungen zum Starkregen-Vorsorgekonzept und Steuersparmöglichkeiten im Rahmen des Dorfumbaukonzepts sowie über die Wahlen zum Verbandsbürgermeister. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Fertigstellung der K40. Die Kreisstraße von Otterbach nach Morlautern wurde inzwischen fertig asphaltiert und dürfte in den nächsten Tagen wieder eröffnet werden. Die Sanierung der Straßendecke wurde mit Gesamtkosten von 523.000 Euro veranschlagt. Otterberg, Einweihung Erweiterungsbau Grundschule. Die Ottfried-Preußler-Grundschule Otterberg und die Verbandsgemeinde haben mit den Schülern und Eltern zusammen den Erweiterungsbau eingeweiht. Die Verbandsgemeinde hat rund 1,7 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung der Grundschule investiert. Das Land hat rund 900.000 Euro an Fördermitteln dafür bereitgestellt. Es konnten damit zwei neue Klassenräume, ein neues Lehrerzimmer und neue Schulleitungsräume gebaut werden. Die Fenster in beiden Gebäuden wurden denkmalgerecht ausgetauscht. Da die Einweihung am Ende einer Projektwoche in der Grundschule erfolgte, begeisterten die Kinder mit ihrem Gesang, Tanz und Gedichten die Zuschauer. Mein Dank gilt der Schulleiterin Frau Appelshäuser, dem ganzen Kollegium und dem Schulelternbeirat, die den Bau mit vielen guten Anregungen begleitet und auch die Einweihung toll vorbereitet hatten. Otterbach, Einweihung Radweg. Der erste Bauabschnitt des zukünftigen Bachbahnradweges bzw. des Laudertalradweges konnte endlich eingeweiht werden. Die Projektpartner von der Stadt Kaiserslautern, der Ortsgemeinde Otterbach mit der Verbandsgemeinde und der Vertreterin der Verbandsgemeinde Weilerbach haben zusammen das Band zur Eröffnung durchschnitten. Nun können endlich Fußgänger, Radfahrer, Spaziergänger den neuen Weg auch bei schlechtem Wetter gut nutzen. Mit 90% Zuschuss aus Klimaschutzmitteln des Bundes war die Finanzierung möglich. Ziel ist es, durch hochqualitative Wege mehr Menschen und Arbeitnehmer zur Nutzung des Fahrrades zu motivieren und das Auto in der Garage stehen zu lassen. Wichtig ist aber auch, dass auf diesen Wegen alle aufeinander Rücksicht nehmen. Der Weg, den nicht nur Radfahrern, sondern auch Fußgängern und der Landwirtschaft. Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzept. Mit der ersten Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung konnten wir in Mehlbach starten. In den nächsten Wochen werden in jeder Ortsgemeinde die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Überflutungsereignissen mit einzubringen. Mit ihrem Wissen wollen wir die bisherigen Recherchen ergänzen und ein gutes Vorsorgekonzept für jede Ortsgemeinde entwickeln. Kommen Sie daher bitte zu diesen Bürgerversammlungen. Dorfumbaukonzept Chance für Hauseigentümer. Mit zwei Veranstaltungen hat die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zusammen mit dem Planungsbüro Kernplan viele anwesende Hauseigentümer über die steuerlichen Einsparmöglichkeiten bei der Sanierung ihrer Häuser informiert. Wir hoffen, dass diese einmalige Chance für Hauseigentümer oder auch Käufer von Gebäuden in den Ortskernen zu einem Sanierungsboom führen. Wahlen des Verbandsbürgermeisters. Eine Wahl steht dieses Jahr noch an. Nach der Landes- und Bundestagswahl muss in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg noch der Verbandsbürgermeister neu gewählt werden. Leider durfte diese Wahl nicht zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt werden. Sie sind daher aufgerufen, am 14. November zu wählen. Nutzen Sie einfach wieder die Möglichkeiten zur Briefwahl. In den nächsten Tagen werden Sie eine entsprechende Benachrichtigung erhalten. Ich bitte um Verständnis, dass ich auf diesem Kanal keine Informationen zu meinem Wahlprogramm mache, da ich auf diesem Nachrichtenkanal neutral bleiben will. Wenn Sie nähere Informationen haben wollen, dann besuchen Sie meinen privaten Facebook-Account oder auch meine eigene
Homepage. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie keine Nachrichten mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.